Ja, hallo und willkommen zu einem LS17 Multiplayer Projekt mit mir und dem Sascha zusammen. Hi. Hallo. Ja, hier auf der altbekannten Map Hagenstedt aus dem LS13, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, leicht umgebaut. Hier vorne die Halle ist neu. Auch hier hinten die zwei Hallen sind neu. Und wenn mich nicht alles täuscht, sogar das Silo, oder? Ja, leider in der ersten Folge heute nur zu zweit, da ein Kollege heute leider keine Zeit hat. Da haben wir gesagt, wir fangen als an. Ja, Sascha, ja, willst du noch was sagen zu der Map? Nee, eigentlich nicht. Ja, du wolltest stressen, oder? Ja, gut, und dann steige ich mal die Fächer. Ich fang gleich mal an mit Düngen hier. Ja, zu den Traktoren. Wir haben zwei Hürdimann, ein Deutz, zwei Fendt und einen Sampo-Drescher da hinten. Soll ich direkt wegfahren, die Frucht, oder soll ich es ins Silo? Genau, eigentlich. Du kannst gleich direkt weg. Ja, und Kühe haben wir auch noch. Knapp. Oh, wie viel haben wir denn? Hier. 16 Kühe haben wir. Ja, kannst die Frucht mal direkt wegfahren. Dann kriegen wir gleich mal ein bisschen Geld. Dass man uns dann vielleicht irgendwann mal größere Drescher oder Traktoren holen kann. Ja, oder erstmal noch ein paar Kühe. Ja. Also es gibt ja auch gut Geld mit der Zeit. Ja, hier einmal ein Fan 313 und einen 312er LSA Turbomatic. Ich muss gerade mal mein Kabel hier von Lenkrad entfernen. Jetzt. Das Feld neben dir ist noch nicht reif, gell? Das welches ist die Nummer 15. Stop. Stroh hast du an, oder? Ja. Gut. Feld 15 ist noch nicht reif. Ja gut, dann denke ich das gleich. Das noch magst du. Weißt du rein zufällig, ob mir auch hier auf der Map schon Felder abernten können, die uns nicht gehören? Keine Ahnung. Weil auf manche Maps, die ich kenne, geht das. Stell mal aus. Wir haben nämlich auch noch ziemlich viele Felder auf der Map, die eingereist sind, und wenn ich euch auf manches sogar Weizen drauf. Ja, aber Stroh, das reicht ja voll erstmal. Was man auch mit der Zeit noch kaufen müsste, aber das braucht man ja erst später. Mischstreu und ein Güllefass. Was? Mischstreu und Güllefass brauchen wir mit der Zeit Fels noch. Merkt ihr mal auf Feld 26, 18, 9 und 42. Oh. Weil die könnte man auch noch ernten. Laut. Ich werde mal gucken, ob ich die ernten kann. Ist eigentlich auch schon fertige Wiese? Nee, gell? Ich glaub nicht, kannst du ja gucken, wenn du auf S gehst. Ja, aber ich bezweifle es. Was ist denn hier drauf? Was? Welchem? Auf 15. Da ist auf alle Fälle immer kein Weizen drauf. Nee, da ist nichts Getreidemäßiges, glaub. Da ist drauf Kartoffeln. Können wir die Tage mal noch Kartoffeln machen, ne?
Was? Habe ich Pflanzenstaub aus? Ich hoffe. Pflanzenstaub aus. Oh. So. Hier ist auch ein kleiner Texturfehler hier hinter. Hier oh. Kommt's Gras durch. Gucke, dass man vielleicht jemand findet, oder kannst du das umändern? Nö, ne. Ja, egal. Feld 15 wird, denke ich, eh irgendwann Wiese. Ja. Oder wir bauen die zwei hier zusammen. Mach mal, glaube ich, eher, weil das ist mehr effizient als Wiese draus zu machen. Ja gut, Wiese brauchst du auch viel, weißt du? Ah, für Silage. Ja eben, und für Fallen. Für unsere Küchen. Ich dünge jetzt mal alle Felder, wo noch nicht reif gehört und uns gehört. Noch nicht reif sind und uns gehört, oder? Jetzt gleich mal aus, wenn ich das Feld da abgeerntet habe, ob ich dann auch noch andere abernten kann, die nicht uns gehöre. Ja. Wo Weizen drauf ist. Kannst du mal gucken. Wobei ich bezweifle es. Nee, weil es gab Maps, da ging das. Ja, bei manchen Maps geht's. Ich weiß, das habe ich auch schon gesehen. Aber ich bin mir jetzt echt grad nicht sicher. Ja, probier's mal aus. So, wo müssen wir noch düngen? Ist Feld 19, ist es reif? Hast du dann, soll ich mal deine Stroh umgrubber, umflüge oder? Ah nein, Ladewagen und so die Kühe. Ladewagen, okay. Machst du das dann? Ja, mir ist egal. Weil da kann ich ja noch Teste schnellen oder andere Felder. Weil für Dings, Ding Nummer 29 müssen wir auch noch Drescher. Da ist. Sind Sonnenblumen drauf, damit wir uns dann ein Schneidewerk. Wir kennen uns auch, wenn wir genug Geld haben. Wie sieht es momentan aus mit dem Geld? 25.000. Ey. Wenn wir genug Geld haben, können wir gucken, dass wir uns erstmal ein größerer Drescher kaufen. Die nächste größere Nummer. Weil ja, da gut, haben wir. Sascha. Sieh so, wenn du jetzt den nächstgrößere nimmst. Ja, warte, was ist denn das? Der nächstgrößere ist der Case Axial Flow. Kostet 145.000, hat 2.000 größere Korntank und das Schneidewerk ist. Um 10 cm breiter. Der hat kein größerer Korntank. Doch. 2000 Liter. Case Axial Flow. Ach so, ja. 145.000, warte, was würden wir dafür grinnen, wenn wir das Fahrzeug verkaufen? Eine 20.000. Ich hätte halt anders gemacht. Ich hätte eine Weile gewartet und dann irgendwann später direkt hier. Den kleinen Massey Ferguson oder so. Der kleine Massey Ferguson hat doch schon ein Schneidewerk von 7 Meter, weißt du? Ja, das ist auch schon mal gut. Da brauchen wir aber dann halt auch größere Traktoren. Eben, deswegen würde ich erstmal warten und den Drescher als letztes aufrüsten. Ja, dann erstmal größere Traktoren. Eben, der Drescher zum Schluss. Haben wir eigentlich gute Traktoren drin? Als Mods oder soll man die vom Spiel nehmen? Ja, ich hab ein paar habe ich mit reingenommen, aber welche habe ich mit drin? Ne, ich habe bloß einen drin. Was halt dann gut als nächstes Traktor wäre, als guter nächster, als nächster Traktor wäre vielleicht Holland Tier 5. Ja, sowas. Weil der hat doch bedeutend mehr PS. Der hat einige. Der hat 11 PS mehr. Oder was halt dann noch mehr
Wer Waldra. Ja, aber das sieht man ja am Anfang, kommen jetzt erstmal mit denen. Ja, ich hätte jetzt als nächstes guckt, dass man also gegen 25 Kühe kriegen. Ja, das kann man schon. Ups, gerade ausgestiegen. Was wir auch gucken müssen, dass wir demnächst mal noch uns eine Maissämaschine mietet und ein bisschen Mais anpflanzt. Ja, da muss ich aber auch bedenken, dass wir dann noch die Hexer dazu brauchen. Das können wir ja mieten alles. Weißt? Ja. Ich habe ja extra nicht den Fruchtzerstören-Mod mit reingenommen. Warum ist das Feld so groß? Welches? Wo ich gerade drauf fahre. Wo bist denn du? 16. Ja, guck dir mal Feld 1 an und so. Ja, du kannst ja aber auch nicht mit einem kleinen Traktor, Mähdrescher anfangen. Du kannst es schon. Ja, brauchst ewig. Ich war 2 Wochen dran. Ich hab jetzt mal gerade den Helfer eingestellt. Ja. Lass mir gerade schnell den Traktor hole. So, was für Hänger soll ich denn holen? Hast du besonderer Wunsch? Kannst du nehmen, was du willst. Okay, dann nimm mal. Mir ist es so egal, welchen Anhänger du nimmst. Ich lass doch gerade mit dem Helfer fahren. Was ist denn das? Haben die Kühe eigentlich gerade genug Wasser? Die haben gerade gar nichts. Ey, kannst du mal einen Wassertank besorgen? Steht in der Halle. Dann fahr ich mal schnell zu der Kühe, bring dir noch Wasser. Jo, mach das. An die, wo ist denn der Kuhstall? Da oben bei Feld Nummer 40. 35. Oh, von Feld Nummer 40. Okay. Wenn die Großscheune immer am Futter mich waren, ist das der Wassertank? Ja, das war's da. Kein Güllefass. Ne, das ist ein Wassertank. Muss mal gucken, wo das auffüllen kann. Ich habe keine Ahnung. Am Brunnen. Ja, wo ist einer? Aber am Haus müsste eigentlich. Okay. War nicht einfach abhängen. Wie kracht das jetzt? Dings. Hoffentlich packt der Traktor das. Ja, das sollte das schon. Sieht der dir gerade Geld ab? Ja, und wie? Soll ich jetzt ruf den Hänger leicht aus dem Weg stellen? Ja, warum? Weil der Vollgas im Weg steht. Welcher Hänger? Der Getreidehänger. Kann nicht hin. Doch. Der Treffer dreht mich rum. Kannst du eine schnelle Fahrt fahren? Ja, ich drücke gerade weg.
Ey, der alte Fan ist so derartig laut. Jetzt habe ich mich gerade auch noch verfahren. Och. Boah. Wie bist du zu Feld 29 gefahren? Wohin? Wo bist Feld denn du? 9. Du musst jetzt links. Und dann kommst du zur Kuhweide. Bei mir fahre gerade Traktor am Haus vorbei. Schick, schick. Da ich auf dem Land wohne, sind das auch manchmal schön groß. Ich weiß, ich lebe selber auf dem Land. Ich bin bei der Kuhweide. Wo haben die ihr Wassertrug trank? Frag mich nicht. Ich such mal. Ja, ah, das ist auch noch Feld 35. Ich weiß, das freut mich als nächstes kaufe. Ich versuch's mal, ob ich abernten kann, ohne zu kaufen. Nee, ich glaub nicht. Hülle. Was ist der Futterdruck? Irgendwo müsst Wasser haben. Muss man am Futterdruck probieren mit dem Wasser. Dann teste ich das. Da wissen wir gerade mal noch. Auskippen. Wasser WT nicht an. Also am Futterdruck funktioniert es nicht. Okay. Mal gucken, was und. Ja, ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt einen Wassertrichter haben. Weil Wasser fast. Ding da, wie man das nennt. Ja. Ich hab's. Wo? Wo funktioniert das? Ja. Ich lasse den Wassertank gerade in dem Dings drin stehen. Wo es drin kommt, dann möchte ich nämlich Bescheid. Nee, nehmen wir mit runter. Da ist noch Wasser drin. Ja, nehmen wir mit runter, sonst suchen wir uns das nächste Mal. Ja, wiederum. Nein, ich habe ein Problem. Was? Beides gehört fast auf Gefahr. Okay. Das Wasserfass. Warte. So, ich komme. Ja. Das ist ja bombig. Warte, ich komme. Vielleicht lass mich noch kurz voll machen. Ja, das machen wir aber nächste Folge. Denn das war's auch schon wieder für heute. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.